Wie funktioniert eigentlich eine Zertifizierung nach IFS oder BRC? Beide Standards sind Lebensmittelsicherheitsstandards, die vom Handel entwickelt worden sind. Und bei beiden Standards muss ich natürlich zunächst mal mich informieren, welche Anforderungen gibt es denn da drin. Das heißt, ich beschaffe mir zunächst mal die Originalstandards, das heißt die aktuelle Version der Originalstandards. Die kann ich mir von den Homepage-Seiten entweder des IFS oder eben halt des BRC entsprechend runterladen und schaue mir dann die einzelnen Anforderungen an, die dieser Standard dann eben halt auch enthält. Das heißt, ich mache dann eine Bestandsaufnahme in meinem eigenen Betrieb, schaue mir an, was fehlt mir noch zu den Anforderungen, die der Standard bringt, mache möglicherweise so eine Art To-Do-Liste, dass ich eben halt mir auch dann entsprechend steuern kann, welche Maßnahmen müssen wir noch umsetzen, was müssen wir noch erreichen, um diese Standards auch entsprechend umzusetzen. Wichtig ist hierbei, dass ich grundsätzlich alle Anforderungen der Standards wirklich auch umsetzen muss. Ich kann nicht einfach dran gehen und sagen, naja gut, wenn ich das nicht habe, macht schon auch nichts. Also ich muss wirklich alle Standardanforderungen umsetzen. Nur dann bin ich auch sicher, dass ich nachher ein Zertifikat bekommen kann oder eben halt auch wirklich ein gutes Zertifikat bekommen kann. Wenn ich diese Bestandsaufnahme gemacht habe, muss ich natürlich das Delta, was mir noch fehlt zu dem, was ich eigentlich bräuchte, im Unternehmen auch umsetzen. Das heißt, ich muss mein QM-System entsprechend etablieren, muss alle Anforderungen dann auch entsprechend umsetzen. Das mache ich in der Regel, indem ich Arbeitsgruppen schaffe, indem ich den einzelnen Bereichen helfe, die Bereiche unterstütze, die dann eben halt diese Maßnahmen dann auch umsetzen müssen. Parallel dazu wähle ich mir schon mal eine Zertifizierungsstelle aus. Das heißt, ich schaue mir an, welche Zertifizierungsstelle ist denn für diesen Standard überhaupt zugelassen. Beim IFS ist das sehr einfach. Auf der Homepage des IFS gibt es eine Seite, wo alle zugelassenen Zertifizierungsstellen enthalten sind. Da kann ich mir dann die Zertifizierungsstelle aussuchen, die mir möglicherweise am sympathischsten ist, wo mir vielleicht das Image des Namens gut gefällt oder wo ich vielleicht auch schon gute Erfahrungen gemacht habe. Grundsätzlich kann ich natürlich auch mir von mehreren Zertifizierungsstellen Angebote einholen und dann entsprechend entscheiden, welche Zertifizierungsstelle möchten wir beauftragen. Parallel dazu habe ich natürlich mein Managementsystem entsprechend aufgebaut. Ich bin jetzt relativ sicher, dass wir alles haben, dass wir alles umgesetzt haben. Dann kann ich schon mal hergehen und interne Audits machen. Das heißt, ich auditiere das gesamte System, sämtliche Bereiche des Unternehmens, vor allem auch sämtliche Bereiche oder sämtliche Anforderungen des Standards muss ich dann auditieren, um sicherzugehen, dass mein System auch wirklich einer Zertifizierung standhalten könnte. Während ich das System umsetze und auditiere, habe ich natürlich dann auch schon irgendwann den Auftrag an die Zertifizierungsstelle erteilt und ich habe mit der Zertifizierungsstelle wahrscheinlich auch schon einen konkreten Termin vereinbart, wann ich dann dieses Audit letztlich durchführen möchte. Die internen Audits, die ich durchführe, sollten so ungefähr mindestens 6 bis 8 Wochen vor dem Zertifizierungsaudit liegen, damit ich bei möglichen Mängeln, die ich feststelle, immer noch nacharbeiten kann und diese Mängel beseitigen kann. Es geht jetzt dann in die Auditplanung. Das heißt, Sie werden von Ihrer Zertifizierungsstelle jetzt einen Auditplan zugeschickt bekommen. Wahrscheinlich wird das der Ihnen zugewiesene Auditor dann schon machen. Der wird sich bei Ihnen vorstellen und wird mit Ihnen dann den Auditplan abstimmen. Und dieser Auditplan ist dann nachher bindend einzuhalten für das Zertifizierungsaudit. Zum Zertifizierungszeitpunkt kommt dann der Auditor in Ihr Unternehmen, wird sich eben halt Ihr Unternehmen vollständig anschauen, wird entsprechend seines Auditplans alle Bereiche des Unternehmens dann auditieren, vor allem alle Anforderungen des Standards auditieren und wird dann in einem Abschlussgespräch zu diesem Zertifizierungsaudit Ihnen dann auch schon mitteilen, welche Abweichungen er gefunden hat oder welche Schwächen eben halt das System nach wie vor hat. Der Zertifizierungsauditor wird dann einen Bericht erstellen. Das heißt, er bewertet alle Anforderungen des Standards und dieser Bericht wird dann widerspiegeln, ob Sie das Zertifikat bestanden haben und wenn ja, in welcher Höhe Sie das Zertifikat bestanden haben.
Was natürlich wahrscheinlich dabei rauskommen wird, ist, dass es einige Abweichungen gibt, die der Zertifizierungsauditor gefunden hat. Er wird Ihnen dann einen Maßnahmenplan geben, beziehungsweise mit Ihnen einen Maßnahmenplan abstimmen. Sie sollen dann dem Zertifizierungsauditor sagen, welche Maßnahmen Sie umsetzen wollen, bis wann wer welche Maßnahmen umsetzen soll, damit das Zertifikat nachher dann letztendlich auch erteilt werden kann. Ein Unterschied zwischen den beiden Standards ist, dass Sie beim BAC diese Maßnahmen mindestens in einem 28-Tage-Zeitraum umgesetzt haben müssen. Also Sie müssen nach 28 Tagen fertig sein, diese Maßnahmen umzusetzen. Das prüft der Auditor entweder anhand der Unterlagen oder vor Ort. Beim IFS ist es so, dass Sie bei den, ich sag mal, normalen Abweichungen, die man mit A, B, C oder D bewertet, dass man bei den normalen oder nur mit B, C oder D bewertet, dass man bei den normalen Abweichungen mehr Zeit hat. Sie müssen innerhalb von 2 Wochen Ihren Korrekturmaßnahmenplan dem Auditor zurückschicken und dann richten sich die Zeiten eben halt nach den von Ihnen im Korrekturmaßnahmenplan festgelegten Zeiten. So viel zum Thema Zertifizierung nach IFS, BAC. Wie geht das überhaupt? Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, schauen Sie doch einfach mal auf unsere Webseite.